Heftiges Wetter heute. Da geht niemand gern vor die Tür. Auch er nicht. Er spielt ganz bequem zu Hause. Online. Kein Trink- und Rauchverbot wieder draußen. Keine Kontrolle, keine Gesetze, keine Namen. Nichts von all dem. Zocken im Netz, ein heißes Pflaster mit zehntausenden oft illegalen Glücksspielseiten, Wettschaltern und satten Gewinnquoten. Ein Wildwuchs, den niemand mehr kontrollieren kann. Politiker glauben, sie könnten illegale Spiele im Netz trockenlegen. Das Land Italien hat vergeblich tausende solcher Adressen gesperrt. Tatsächlich wird heute über alle Grenzen hinweg gezockt und gezahlt. Das weiß auch er und legt seine Tarnung an. Niemand stört ihn, niemand stoppt ihn. Alles, was er dazu braucht, ein kostenloses Programm auf einem kleinen USB-Stick. Gibt es auch fertig zu kaufen. Den Privacy-Dongle für 20 Euro. Damit kann er weltweit surfen, ohne auch nur eine einzige Spur zu hinterlassen. Dieses Tarnsystem hier nennt sich zum Beispiel Tor. Tor legt eine Zickzackspur durchs weltweite Netz. Damit verliert der Rechner vorübergehend seine echte Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Und Schnüffler haben nur noch geringe Chancen, den Online-Zocker ausfindig zu machen. Sein Rechner steht laut IP-Adresse in Russland, in Wirklichkeit aber natürlich zu Hause in Deutschland. Eine andere Methode, um Fahnder oder Hacker fernzuhalten, der Weg durch einen VPN-Tunnel. Hier verbinden sich zwei Rechner irgendwo in der Welt, abhörsicher und abgeriegelt. Sein Computer und der einer verbotenen Online-Spielhalle zum Beispiel. Die zwei sind sozusagen unter sich. Er besucht also illegale Seiten im Netz, ohne dass dies irgendjemand mitbekommt. Auch sind seine Daten unlesbar für andere. Die Kommunikation läuft verschlüsselt. Wer diesen Schlüssel ausspionieren will, verschwendet viel Zeit. Zocker sichern ihre Daten hermetisch ab, mit militärisch erprobten Kodierungen. Um ein Passwort zu knacken, bräuchte die Menschheit viele Quadrilliarden Jahre. Sinnlos also. Das Spiel mit der Tarnkappe kann beginnen. Fehlt nur noch sein Einsatz, also Geld. Mit der eigenen Kreditkarte würde er sich sofort verraten. Doch der Markt bietet das passende Werkzeug. Sie bezahlen nicht mehr mit ihrem guten Namen, sondern als Nobody, eine Paysafe-Karte zum Beispiel. Diese Guthabenkarte gibt es ganz normal zu kaufen. Solche mobilen Zahlungsmittel ohne Bankverbindung schleusen inzwischen mehr als 12 Milliarden Euro am offiziellen Geldverkehr vorbei. Sie können damit nicht nur bezahlen, sondern auch Gewinne kassieren. Übrigens nicht tagelang verzögert, sondern in Echtzeit, von einer Sekunde auf die andere. In sozialen Netzwerken läuft das schon so. Sein ebenfalls anonymes Konto bedient der Zocker einfach auf dem Smartphone. Sein Spiel läuft jetzt auf Hochtouren. Und wer weiß, vielleicht verspielt er gerade Haus und Hof und niemand kann etwas dagegen unternehmen, denn niemand kennt ihn. Der Zocker in der Datenwolke ist unsichtbar für den Rest der Welt. Noch gibt es sie, die heile Spielerwelt dort draußen. Doch die Politik zeigt mit dem Finger auf seriöse Spielstätten. Warum? Weil sie den eiskalten Online-Zocker nicht sehen kann,